Na, da sehen wir uns ja doch früher als erwartet. Es ist noch nicht der 5.1., es ist auch noch nicht der 7.1. Trotzdem heute ein Video von uns mit mir, denn es gibt Informationen von Save the Children zum Spendenbetrag unseres Weihnachtsspendenstream. War das richtig? Ja, bleibt dran. Hallo, liebe Klemmbaustein-Fans, hier ist der Sascha und ich begrüße euch zu einem neuen Video, einem kurzen Update-Video zu unserem Weihnachtsspenden-Stream auf unserem Kanal Klemmbaustein-Kastens. Der Stream war am 14.12. Wer ihn verpasst hat, klickt mal nach da oben, da könnt ihr die vollen 12 Stunden nachholen. Es war ein grandioses Ereignis. Wir haben die große Kobi-Titanic aufgebaut, hatten sehr, sehr viele Gäste im Stream und haben Spenden für Save the Children gesammelt. Am Ende des Streams der Spendenaktion hatten wir eine Summe von über ja, 31.000, irgendwas 31.600 paar zerquetschte Euro zusammen. Und ja, dem ist erstmal nichts weiter hinzuzufügen. Wie ihr vielleicht aus unserem Update-Video von ja, Weihnachten kennt oder noch euch daran erinnert, haben wir ein wenig warten müssen, bis die finale Summe tatsächlich dann bekannt ist. Denn einige Spenden wurden mit Lastschriftverfahren getätigt und ja, da muss man eben erst warten, bis das Geld eingezogen wird, ob das auch klappt und so weiter und so fort. Und da sind wir an der Stelle auch bei dem ja, kleinen negativen Fadenbeigeschmack der ganzen Sache. Es sind nämlich einige Spenden nicht eingezogen worden, konnten nicht eingezogen werden, Konten waren blockiert, Spenden wurden teilweise zurückgezogen. Leider darunter auch die beiden Großspenden und eben einige kleinere Spenden. Warum das so ist, was da los ist, wieso Menschen sowas tun, gerade in so einer Situation, in so einer Zeit, wir werden es nie erfahren. Ich mache mir trotzdem so ein bisschen meine Gedanken, keine Ahnung, ist es eben für mich schon nur so ein kleiner fader Beigeschmack. Ihr merkt schon, ich bin immer noch so ein bisschen aufgewühlt, ist auch nicht der erste Ansatz hier, das Video. Habe schon ein paar Anläufe gebraucht, denn das Gehirn, das arbeitet schon ein bisschen. Der eine oder andere sollte sich vielleicht mal psychologische Hilfe suchen oder Rat, warum man sowas macht. Naja, nichtsdestotrotz und tief im Herzen freue ich mich, auch wenn die Freude jetzt vielleicht nicht ganz so rüberkommt, aber es war nach wie vor eine grandiose Aktion und die Summe, die wir dank euch dann tatsächlich zusammenbekommen haben, ist eine Summe, die wir, ja, damit hätten wir im Leben nicht gerechnet. Das war ein Traum, der ein oder andere hat es vielleicht im Vorfeld mitbekommen, wie ich mir überlegt habe, welches Spendenziel man überhaupt ansetzt. Und ja, angefangen hatte ich mal mit 500 Euro, dann haben wir uns ja auf so 4.500 Euro, glaube ich, geeinigt. Und wir haben nach Abzug aller nicht eingegangenen Spenden eine Summe von 6.310 Euro erreicht. Das ist grandios. Denn das sind die Spenden, die von euch von Herzen gekommen sind und das ist einfach überwältigend. Die Summe aus der Community, wie gesagt, hätten wir nie erwartet und es erfreut mich, uns und auch Save the Children sehr, dass sowas zusammengekommen ist. Und deswegen möchte ich an der Stelle, auch wenn wie gesagt dieser kleine, ja, fade Beigeschmack bei mir umherwabert, mit bei mir unterwegs ist, ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an euch nochmal ausrichten, sagen, euch mitteilen, geben. Nehmt es einfach an. Es war, wie gesagt, grandios und es ist super, dass ihr das so unterstützt habt. Wie gesagt, Save the Children ist glücklich, die Kinder werden glücklich sein, an die das Geld geht für die Unterstützung. Und wir werden auf jeden Fall dieses Jahr noch einen Stream machen in der Weihnachtszeit. Das hat uns so viel Spaß gemacht und der Erfolg ist ja nun phänomenal gut und deswegen werden wir das Ganze auch wiederholen. Also auch wenn jetzt gerade erst Januar ist, freut euch schon mal auf den Dezember. So, also 6.310 Euro plus dann noch den Verkaufserlös von der Titanic und den Superchat-Einnahmen sind wir bei ja, guten 6.600 Euro, also eine Summe, die ohne Worte auch einfach dastehen kann. Beide Daumen nach oben von mir dafür. Das soll es an der Stelle auch gewesen sein. Wie gesagt, es ist jetzt auch nicht der erste Anlauf von dem Video. Ich
bin eh gerade immer noch ein bisschen, ja. Nehmt es mir nicht übel, wenn das Ganze so ein bisschen eben noch in meinem Kopf arbeitet. Tief im Herzen bin ich euch dankbar und freue mich sehr, dass wir diese Aktion so umgesetzt haben und dass da so was Gutes bei rumgekommen ist. Blicken wir weiter mal nach vorne, denn ja, heute ist Freitag, glaube ich, jetzt. Das hier, das Set hier ist für den 18.01. Wer es noch nicht mitbekommen hat, wir werden einen Blindbild-Contest machen. Das heißt, wir werden dieses Set oder Daniela wird dieses Set aufbauen, ohne die Teile zu sehen. Sie wird nur die Anleitung erblicken können und die Teile erfüllen müssen und dann entsprechend zusammenbauen müssen. Mit dabei werden einige Kanäle sein. Das wird alles dann demnächst noch offiziell bekannt gegeben, aber auf das Set könnt ihr euch schon mal freuen, wie wir uns da oder wie Daniela und die anderen Gäste sich da einen abmühen, dann vielleicht auch die Kettenglieder da zusammenzubekommen und zu finden und überhaupt. Das war jetzt schon ja, quasi in 2 Wochen, aber wir sehen uns am Sonntag dann zu unserem Stream, wenn wir den Xingbao Konstruktionsroboter aufbauen und dann geht es nächste Woche mit unseren regulären Videos da weiter. Das soll es dann an der Stelle jetzt erstmal gewesen sein. Wir sehen uns am Sonntag, wie gesagt, am 5.01. ab 20.15 Uhr zum Aufbau und neuen Spaß mit euch. Also habt noch einen schönen Abend und nochmal ein dickes, fettes Dankeschön an alle, die gespendet haben, uns unterstützt haben in den unterschiedlichsten Art und Weisen. Das war einfach super. Bis dann. Tschüss.